Was ist mit meinem Haus passiert? Hier ist ja ultra viel kaputt gegangen. Das war Max? Wollt ihr mich verarschen einfach? Was machst du jetzt, Baby? Erotische Musik läuft. Kerzen läuft. Geiler Typ läuft. Leute, wir spielen Craft Attack. Let's go. So, dann checken wir mal ganz kurz aus, meine Freunde. Ihr schreibt mir die ganze Zeit in den Chat, Revi, dein Haus. Und an der Stelle schauen wir doch mal, meine Freunde, was mit meinem Haus so abgeht. Nicht der Aufzug. Ja, Leute, witzig, Alter. Ist halt sau unnötig, Alter. Ist halt sau unnötig. Nicht hoch. Ja, passt schon, Leute. Ich bin schon im Aufzug drinne. Oh, lol, hier ist eine Schaltung. Okay, ich sehe schon. Okay, Achtung, OP-Play. Wow. Das war ziemlich stark gespielt, Leute. Das war stark gespielt. Das war sehr OP gespielt. Mit dem Lava-Eimer gerade. So, was haben wir hier? Ah ja, ich sehe schon, okay. Der lächerliche Hase an der Stelle hier. Unglaublich schlecht. Okay, hier sind nur Observer, kein TNT. Gut, hier ist auf jeden Fall schon mal alles safe soweit. Hier sieht safe aus. Okay, nice. Das mit dem TNT war auf jeden Fall easy, Leute. Gut, dann schauen wir mal hier oben. Halt's Maul. Hä, was ist denn das hier? Hier sind überall Feuerzeuge drin. Ey, mal ganz kurz, Leute. Was ist mit meinem Haus passiert? Hier ist ja ultra viel kaputt gegangen. Ey, hier ist ja der ganze Turm weg. Wollt ihr mich verarschen einfach? Wer war das? Das war Max? Nie im Leben war das Max, Leute. Warum sollte Max mein Haus kaputt machen? Wegen der Wolke? Wegen der f***ing Wolke, Alter. Also erstmal ist die Redstone-Schaltung ja ultra billig. Die ist ja ultra billig. Und außerdem habe ich die Wolke ja gar nicht angezündet, sondern Romatra war es. Okay, okay, krass. Gut, Leute. Die Wolke steht noch. Aber ihr wisst ja, was da... Okay, Leute. Ihr wisst, was ich jetzt tun werde, Leute. Ich werde... Spark hat mitgemacht. Wer hat das... Okay, wer hat diese Schaltung gebaut? Wer hat die Schaltung gebaut? Hallo? Was geht ab? Wer war das? Was denn? Guck dir mal mein Haus an. Was denn? Ich war das nicht. Also ich war das legit nicht. Ey, Digga, mein komplettes Was Haus gibt's ist im denn? Arsch. Mein komplettes Haus ist kaputt. Mein Haus ist im Arsch. Es ist komplett verbrannt worden. Jemand hat mein komplettes Haus angezündet. Der Chat schreibt, es war Max. Ja. Warum Max? Ja, warum? Aus welchem Grund? Wegen der Wolke? Wahrscheinlich. Max war der Haupttäter. Hat Spark mitgeholfen? Ja oder nein? Ich möchte wissen, wer Max mitgeholfen hat. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war die Tage, bin ich hingegangen und wollte bei dir am Wasseraufzug hoch. Und dann war da so ein Obsidian-Kasten gebaut. Und dann haben mir die Zuschauer geschrieben, dass das Spark und Max waren mit so einer TNT-Falle, mit der man sterben würde. Video. Gibt's das Video schon online? Molle, the Trimax hier. So, Moment. Wir zocken wieder Craft Attack Staffel 7 und also, ja, es lippt einfach rein. Ich weiß gar nicht, wer das hier gebaut hat. Weil ich dann doch zu dir gehalten habe und ich hab nicht gemacht, ich hab absolut nicht Oh mein Gott, Spark, ey, letzter Kriecher, wirklich. Spark, letzte Made. Was hat er gemacht? Wie er so sagt, ja, ich hab alles getan, damit die Wolke nicht kaputt machen. So ein Laber, der hat ja nichts gemacht. What? Was ist damit passiert? Revi hat sie gesprengt. Der sagt, Revi hat sie gesprengt! Okay, Spark, ich zünde gleich das Haus an, ist mir egal. Spark, wenn du gerade meinen Stream siehst, du kannst dich nicht davor schützen. Du wirst heute deinen ersten Tod bekommen, wenn du versuchst, mich anzufassen. Ich werd dein Haus kaputt machen für deinen Chromgesnitsche, Alter. Rückgratloser Mensch, wirklich. Ah ja, perfekt. Oh ja, guck mal. Alter, das war eine derbe gute Sprengung. Alter, Max, ich schwör's dir. Wie Spark dabei steht und richtig am Geiern ist, Alter. Wie er so richtig dabei zuguckt, Junge. Und er macht immer einen auf unbeteiligt und ist eigentlich derjenige... Mein komplettes Enchantment-Insel, Digga, mir reicht's. Okay, gut, okay. Nein, ist voll fein. Alles klar, Leute. Was machen wir? Patrick. Also ich wollte ihn hier gerade pranken von einer Stunde und dann ist er die ganze Zeit online gekommen und hat mich verwarnt so. Okay, was für verwarnt? Was will er machen? Verwarnung. Ja, soll er dich bannen oder was? What the f***? Ja, das hat okay. Gut. Wir machen jetzt einen ganz ruhigen, Leute, aber ich sag mal so, an alle, die nochmal ganz kurz an die Kaktus Tower ran möchten, um XP zu holen, die letzte Möglichkeit ist jetzt... Spark ist rückgratlos, Leute. Das ist Snitch-Verhalten, so genannt. Im Gefängnis wird das meistens mit einem Messerstich bestraft. Ich bin ehrlich, Leute, ich glaube, da ist es dann an der Zeit, dass auch mal ein Spark of Phoenix irgendwo
Sicherlich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich. Ein Tod muss sein. Gut, ich mache mich jetzt erstmal hier auf. Ne, die Dinger waren mir eh schon immer ein Dorn im Auge. Denk mal, die ersten 20 Etagen davon können ja eh weg. Die brauchen wir sowieso nicht mehr. Was? Nein, lass das bitte. Lass den Scheiß. Nein, ich werde den nicht lassen, Basti. Das einfach ist das erste Craft Attack, wo ich mal so richtig produktiv bin und keinen baue. Ja, Digga, dann hättest du vielleicht zwei Messer. Alternative für unsere XP-Farm, die Gold fahren. Ja. Lass uns einfach da raushalten. Lass uns einfach raushalten. Digga, Basti, meinst du, ich werde jetzt einfach Trimax damit davonkommen lassen und nichts bei ihm kaputt machen? Dann mach irgendwas anderes, aber Trimax hat nichts anderes. Du hast die Kaktusfarm nicht gebaut, Junge. Basti, das Ding ist, Basti, ich kann Revi irgendwo verstehen. Er muss jetzt was machen, was Trimax richtig trifft. Und das ist die Kaktusfarm. Das ist die Kaktus-Tower. Trimax hat sein ganzes Haus zerbombt, Basti. Leute, heult mich nicht voll von wegen D-Abo und ehrenlos. Ganz ehrlich, Digga, wenn ihr S14 seid und ein paar Minecraft-Blöcken hinterher weinen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Es ist erster Advent. Setzt euch an den Kranz mit eurer Familie, esst ein paar Lebkuchen, haltet die Fresse und hier dann Chat mach ab. Aber wenigstens oben die oberen Etagen, aber dass das untere noch funktioniert. Müssen wir mal. Muss ich mir überlegen, Basti. Muss ich ganz ehrlich überlegen. Es gibt doch sowas für. Wie heißt das nochmal? Es gibt so einen Begriff dafür, wenn du zum Beispiel Zivilcourage, genau. Hat Spark nicht bewiesen. Hat wenn er nicht jemand, bewiesen. Wenn jemand nur zuguckt, dann sagt man ja irgendwie, der hat keine Zivilcourage. Unterlassene Hilfeleistung, Spark. Das ist ein Anklagepunkt, Digga. Dafür könntest du ins Gefängnis gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sind wir eigentlich nicht eine Handelsgesellschaft alle zusammen? Ja, was ihr seid, ja, aber, Digga, ich weiß nicht. Aber das Problem ist ja... Ich habe das Gefühl, dass wir unser Ziel gerade aus den Augen verlieren. Eigentlich wollten ja Romatra, du, Revi, ich, Basti und Spark und Max wollten doch gemeinsam eine riesen Handelsgesellschaft sein, die hier auf dem Server alles im Griff hat und handelt und irgendwie bekämpfen wir uns jetzt gegenseitig. Das Ding ist, guck mal, ich bin hingegangen und hab die Wolke nur am Ende mit kaputt gemacht, weil sie eh schon am Brennen und an alles war. Pette, du kannst es bezeugen. Ja, ja, das stimmt. Die Wolke war schon von LP mit Kev kaputt gemacht. Von Romatra himself, der sie gebaut hat, und von Petrit insbesondere. Ja, das war so bei mir. Es ist aber so, du musst es zusehen, du musst es eingehen. Aber wurde dein ganzes Haus jetzt zerstört? Nein, aber zu einem marginalen Teil. Und zu einem marginalen Teil werde ich dann prozentual auch umrechnen, wie viel ich von seinen Türmen kaputt machen kann. Ganz einfach. Alter, dann mach doch nur den einen Turm zumindest kaputt. Nur den einen. Und den anderen lässt du stehen. Alter, Max wird so ausrasten. Meinst du? Natürlich. Eigentlich bin ich Spark gegenüber sehr positiv eingestellt, aber dieses Revi hat deine Wolke kaputt gemacht, Trimax. Das erste, was in der Folge ist, ist Sparks Stimme, die sagt, der hat deine Wolke kaputt gemacht. Obwohl ich, nochmal Leute, obwohl ich erst am Ende dazugekommen bin und auch nur, weil das Ding direkt vor meinem Haus gestanden hat, Alter. Und das Ding war schon am Brennen und wurde schon von Petrin und Romatra gesprengt. Und von LP mit Kev. Und Max geht zu mir und Spark redet Max ein. Max, dem ich einreden könnte, die Erde ist viereckig, Alter. Dann glaubt Max das natürlich. Und eigentlich ist Spark daran schuld, dass mein Haus kaputt gegangen ist, weil er Fehlinformationen verbreitet hat. Und das kann ich so nicht billigen. By the way, Max hat mir geschrieben, wenn eine Farm SOC ist, er raus aus Craft Attack. Das ist natürlich schade. Dann kann Max ab jetzt kein Craft Attack mehr spielen, Alter. Er kann nicht austeilen und nicht einstecken, Digga. Das geht nicht. Ich rufe Trimax jetzt an. Ich rufe jetzt mal Trimax an, ganz kurz. Ruf mal. Mach es doch wenigstens elegant und bau dir so ein Flugzeug und flieg damit rein oder so. Ich kann das nicht bauen. Kannst du das bauen? Ihr fragt einen Zuschauer gerade, macht ihr RP gerade? Nein. Nee, gerade bin ich nur sauer. Also das ist gerade absolut real und ernst, was jetzt hier passiert. Natürlich. Aber warum sprengt ihr nicht einfach Max sein Haus, wenn ihr ihn bestraft? Max hat kein Haus. Der hat ein Haus. Ey, wisst ihr das nicht? Ach, das Aquarium. Das hat Spark, und das hat Spark gebaut. Und das ist perfekt, Alter. Der hat's gebaut. Double Kill. Glaubt ihr, es ist Max egal, wenn ich dieses Haus sprenge? Das muss ich echt mal überlegen. Aber wenn es ihm komplett egal ist, dann bringt das nichts. Der Kaktus Tower wäre besser. Die Warzenfarm. Eigentlich wären die Tower das Stärkste. Eigentlich wären die Tower wirklich das Stärkste. Basti, ich fühle deinen Schmerz. Alter, ohne Aber es ist Krieg. Er hat Trimax instrumentalisiert, damit Trimax irgendeine dumme Trimax-Entscheidung trifft. Eigentlich ist Trimax nicht der Schuldige. Spark ist genauso 50% drin wie Trimax. Und das musst du jetzt auch fressen, Spark. Okay, Spark, ich weiß, dass du gerade meinen Stream schaust, Spark, und ich weiß auch ganz genau, dass du meine Argumentation leider ein Stück weit aus dem moralischen Aspekt her für schlüssig empfindest und mir folgen kannst. Deshalb, Spark, guck mal, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, auf den Server zu kommen und wir klären das. Und vielleicht läuft es darauf hinaus, dass du heute deinen ersten Tod bekommst, okay? Das wäre mehr als nur fair. Dann kannst du aber tatsächlich deinem Grief, der eventuell bei dir stattfinden würde, entgehen. Spark, ich wollte dich nie als Feind haben, aber du hast dich selber in diese Position gebracht. Allein dadurch, dass du einen Tag vorher den Upload gebracht hast, bestätigt schon, dass du ganz genau manipulativ darauf gewartet hast, dass Trimax hingeht und genau diesen Sch*** machen wollte.
Alter, ich lade Videos immer an am Folgetag hoch. Okay, das ist nicht mein Ding. Also bestätigt das ja so, sogar sehr meine Annahme, Alter. Das bestätigt ja so, sogar sehr meine Annahme, dieses... Okay, ich habe kein Video für heute. Ich erzähle einfach Trimax. Revi hat deine Wolke gesprengt. Und dann kann ich ihm einen Titel schreiben, ohne dass ich selber was gemacht habe. Bin wieder fein raus und bin wieder der liebe Onkel Spark. Aber das zieht bei mir nicht, Digga. Ich sehe jetzt schon meine Kommentare voller Allmanns, die mir mit Gesetzesparagraphen kommen, warum ich das nicht hätte tun dürfen. Weil ich Minecraft geistiges Eigentum beschädigt habe. Und dann kommt's, Alter. Christian Dolmecke lädt mich morgen ins Gericht. Also Spark ist hingegangen und hat Trimax noch den ganzen Redstone-Kram gegeben. Es wird immer interessanter, Leute. Er ist nicht so unschuldig, wie er tut. Spark hat gesagt, bei den Kisten wäre es am härtesten. Also das hat das Ding. Dieses, ich bin da außen vor. Schau dir erstmal das Video an, bevor du laberst. Ich hab's mir eben reingezogen. Ich mach einfach heute den Rumatra. Was ist der Rumatra? Ich buddel einfach die ganze Zeit geradeaus, während ihr Beef schiebt. So, Debitur mich gerade mit 96 okay. TNT beliefert, Leute. Ich muss mir echt Gedanken machen, Basti, weißt du? Ich weiß auch noch nicht, wer von den beiden da mehr dran schuld ist. Das ist ein Pack-Ding. Spark! Hallo. So, Spark. Schön, dass du dir dann doch die Möglichkeit, mir die Möglichkeit gibst, mal kurz mit dir zu reden. Meine Argumentation kannst du logischerweise wahrscheinlich folgen, nehme ich an. Naja, nicht wahrscheinlich eher nicht, weil man klar bei sich selber immer von einer generellen Unschuld ausgeht. Folgendes ist das Ding. Erstmal hast du erzählt, dass ich die Wolke gesprengt habe, was schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht. Ich war jetzt nicht wirklich dabei. Ich war selbst im Stream, haben auch komplett andere Sachen gemacht. A, erstens Chat, B, zweitens Romatra hat mir eigentlich zugestimmt und der war ja mit dabei. Romatra hat deutlich mehr von dieser Wolke kaputt gemacht als ich. Grundlegend. Ja, dann ist ja schön und gut. Aber, also Romatra auf jeden Fall auch dabei. Und gut, Max hat sich halt eingeloggt. Der ist bestimmt nicht erpicht gewesen darauf. Ich bin generell auf dem unterwegs. Ich helfe ihm auch. Natürlich sinnvoll, Bescheid zu sagen, wenn ein Meisterwerk von ihm kaputt gegangen ist. Erstmal ist es kein Meisterwerk und zweitens hast du einfach direkt am Anfang der Wolke gesagt, Revi hat die Wolke gesprengt, was schlichtweg nicht stimmt. Ja ich gut, Romat hat ja auch korrigiert. Er hat gesagt, du hast sie nicht gesprengt, sondern abgefackelt. Also, stimmt auch nicht. Das war auch Patrick. Wie gesagt, also Romata war da die zweite Stimme dabei, die auf jeden Fall da mitgequatscht hat. Wie gesagt, ich war in eurem Stream nicht dabei, ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Das ist ja das Ding, du hast halt keine Ahnung, was abging und hast dich einfach mit eingemischt. Weißt du, was ich meine? Ich habe onstream gesagt, ich möchte nicht, dass der Wolke irgendwas zustößt, bis LP mit Kev die Wolke gesprengt hat, dann später noch Petrit und dann war sie sowieso so kaputt, dass Romata gesagt hat, ja, f*** die Wolke, ich mache sie jetzt auch kaputt. Und dann war die komplette Wolke so weit im Arsch, dass ich sogar später noch geholfen habe, das Ding trocken zu legen. Das war mein Part in dieser ganzen Geschichte. Punkt. Ja, das macht ja keinen Sinn. So, nein, ich habe gesagt, ich möchte sie weghaben, aber ich möchte nicht, dass der Wolke etwas zustößt. Das ist so meine Aussage gewesen, Spark. Spark, ich habe jetzt 3 Stacks TNT. Und das ist ja nicht wenig, ne? Nö. So, die Frage ist jetzt, Spark, in wie sehr gestehst du die Schuld oder die Mitschuld an dem Niederbrennen meines Hauses ein? Ja, also ich habe nicht gesagt, dass er irgendwas machen soll, ne? Ich hab auch Max gesagt... Aber das hat das Ding, du kannst dich halt nicht immer da rausziehen, indem du halt diese Moves machst, weißt du, was ich meine? Du hast es ja mit aufgenommen. Spannend zu machen, indem du mich mit reinziehst, obwohl ich da gar keinen Bock drauf habe. Dann hättest du nicht dabei sein sollen, ganz einfach. Dann hättest du nicht sagen müssen, Revi hat dein Haus gekriegt, dann hättest du dich ausloggen sollen und das nicht mitfilmen und dann sogar noch einen Tag früher hochladen sollen als Trimax. Du hast es nicht verhindert. An der Stelle, Spark, musst du dann auch die Konsequenzen tragen. Ganz einfach. Akzeptier es einfach. Einfach akzeptieren, so einfach drüber stehen, so okay, fertig. So. Das hat das Ding, das hat immer dieses, ja, ich mach doch gar nichts, ich baue doch nur. Und dann halt aber bei jedem Ding dabei sein und es halt irgendwie filmen und hochladen. Das kotzt mich halt an. Also ich vermute eher, dass ihr euch das gerade ein bisschen zurechtlegt, so wie ihr es gerne hättet. Ne? Weil ich unbedingt Bock habe, mit dir Stress zu haben, genau. Ich habe unbedingt Bock, bei dir was kaputt zu machen. Das möchte ich nämlich genau damit machen. Ich möchte nämlich nur mit dir Ärger haben. Das kannst du dir vorstellen. Ich schlage vor, die Regelung, ab sofort, egal ob das im Stream ist oder so, wenn man bei RP, auch wenn man das nur aufnimmt und sich quasi raushält, ja, aber wenn man aufnimmt und hochlädt, ist man direkt beteiligt oder im Stream. Ja, dann könnte ich aber genauso gut sagen, Revi hat das mit der Wolke ebenso aufgenommen und zugeschaut und hochgeladen. Und ich habe meine Strafe dafür gerade erhalten. Ja, das heißt, du warst da auch mit dabei. Spark, ja, gut, aber ich habe ja meine Strafe erhalten, Spark. Ergo kriegst du jetzt deine Strafe dafür auch. Ich mache dir ein Angebot, was dich richtig abf***en wird. Aber dann sind wir quitt, okay? Was ist für ein Angebot? Ich kenne das Angebot, aber dann welches Angebot? Woher willst du das wissen? Ich weiß schon genau, was du fragen willst. Mach was lieber denn? Was kaputt. Die andere Option will ich nicht. Du weißt doch gar nicht, worum es geht. Will mir das Angebot machen, ob er mir den ersten Tod gibt oder ob er was zerstört. Also kann er lieber was zerstören. Ich weiß schon ganz genau, was er will. Nein, Spark. Du gehst jetzt hin und hilfst mir, okay? Weil du bist genauso drin. Ja. Du gehst jetzt hin und du hast ja Trimax dieses Aquarium hier gebaut, ne? Jupp. Du gehst hin und legst das Ding trocken und dann bauen wir das zusammen komplett ab.
Oder sprengen es. Du hast also willst du jetzt praktisch mich reinziehen? Du hast dich selber, stopp, du hast dich selber, erstmal hast du dich selber reingezogen, nicht ich. Und zweitens ist es ganz lustig, weil du es selber gebaut hast. Und das wird dich richtig ankotzen. Und ich weiß, dass sich das richtig triggert gerade, weil du selber für ihn gebaut hast. Also entweder du kommst hier hin und machst es mit mir zusammen und es bleibt kaputt. Oder ich muss ausrasten. Weiß ich jetzt nicht. Das sind die Optionen, die wir haben. Ja, also ich werde jetzt nicht helfen bei zerstörerischen Aktivitäten, Revi. So, hör mal auf hier, Patrick, geh mal hier raus. Ich mach dich, guck doch nur zu, ich brauch Content gerade. Aha, okay. Also weißt du, was das heißt, ne? Im Folgeschluss bist du genauso dran. Digga, ich bin schon so weit drin, ich kann auch jetzt eine Woche der liebste Mensch auf der Welt sein, ich kann das nicht mehr gut machen, was ich alles getan habe. Mann, hier ganz ruhig, Leute, ganz entspannt machen wir das jetzt hier, ne? Ja, ich hab meine Lösung gefunden. Was ist die Lösung? Kaktus-Tower, lass du in Ruhe, okay? Das werden wir gleich noch sehen, ja. So, Chat, wir machen das jetzt genauso. Spark. Perfekt. Das zapp mal rein. So. Was machst du jetzt, Revi? Ich, muss zerstören. Er macht nicht mal Spannungsbogen, zieht aber durch. Oh mein Gott. So. Okay, das war ein bisschen too much. Da ist auch die Kaktus-Farm ein bisschen, Ja, aber sind wir doch durch. Dann haben wir es doch. Ich würde sagen, wir sind jetzt quitt. So, Spark. Damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Damit sind wir jetzt erstmal quitt. Versteht ihr, was ich meine? Ich hate nicht Spark. Es geht mir da einfach nur um diese Art. Es geht mir da nur um die Art dieses Hauptsache, ich gefalle Max an der Stelle hier. Und Hauptsache, ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit an Content. Aber ziehe mich dann raus, wenn es darum geht, mir dafür die Schuld einzugestehen. Das ist das Problem, was mich so ein bisschen triggert. Ich habe kein Problem mit Spark, überhaupt nicht. Aber das ist so eine Art, die kann ich einfach nicht haben. So, ich bin jetzt done. So, dieses Ding hier ist weg. Und ist doch alles fein jetzt. Trimax Haus ist gesprengt worden. Mega. Trimax Farm ist noch in Ordnung. Alles gut, Leute. Trimax Farm geht's gut. Ja, ist die Hauptsache. Dann quittet Max das Projekt auch nicht. Der Tower bleibt jetzt auch stehen, Leute. Wirklich. Es ist alles fein. Klar, es ist nervig, so dass ich das alles wieder aufbauen muss. Und auch dieser Prismarienturm. Aber ganz ehrlich, Leute. Es ist immer noch ein Minecraft-Haus, Alter. Das Traurigste natürlich, Leute, dass meine Verzauberungsinsel komplett gone ist. Samt allen Bücherregalen. Ja, in meinem Shop gibt es sie günstig zu kaufen, ne? Genau, das sind die Kommentare, die jetzt gerade nicht angebracht sind. Ich überlege noch die ganze Zeit, was ich tun könnte. Und ich habe einfach Bock, repariere jetzt hier nochmal alles ganz kurz. Und dann baue ich mir hier eine riesige, fliegende Insel hin. Wir könnten die Kathedrale weitermachen, actually. Oh, Digga, willst du mich jetzt triggern, oder was? Nein, ich sag dir nur, dass ich die Kathedrale baue, um Reef zu heiraten in Minecraft. Ich aber nicht zulassen. Gut, das ist mega, ob es Minecraft ist oder Realität. Mach mal nicht, Digga. Ich arbeite mir gerade ihr Herz, also legit jetzt. Immer überhaupt besser. Nicht, Alter. Kein bisschen dicker. Und mach mal nicht kaputt, Digga. Ich habe echt ein ernstes Interesse an ihr. Patrick, willst du mir einen Übergefallen tun? Nein, du willst die Kathedrale bauen und meine zukünftige Frau nehmen. Wenn du jetzt hingehst, okay? Ja. Und die Wolke komplett abbaust, ne? Mit einer Schere mit Efficiency drauf. Das geht super schnell. Dann bist du der größte Ehrenbruder. Dann baust du aber nicht die Kathedrale. Die Kathedrale muss ich so oder so bauen. Die ist wichtig. Warum? Okay, ich mach das mit der Wolke, wenn ich hier fertig bin mit meinem... Da bin ich einmal so produktiver, in Anführungszeichen, Ehrenmann. Magst du mir später mal deinen Wald zeigen? Ich hab den noch echt Realtime noch nie gesehen. Klingt ein bisschen komisch. Kannst du mir mal deinen Wald zeigen? Klar. Also, wenn es um nur Wald zeigen geht, klar, kann ich dir eine kleine Tour geben. Romatra, ich hab den ganzen Berg am Spawn jetzt abgetragen, ne? Oh, das ist geil. Na, gut gemacht. Ich fange heute mit dem Kathedralenbau an. Revi, guck mal vor deinem Haus. Ach, Petre, was ist da? Ja, guck. Nee, ich kann jetzt nicht. Was hast du da gemacht? Ja, die Wolke ist weg. Ach so, Ehre, danke. Ich habe gerade eine Stunde den langweiligsten Stream meines Lebens gemacht. Nur um dieses Danke zu hören, Leute. Dankeschön, Peter. Ich bin wirklich dankbar. Hey, ich bin da. Ja, grüß dich. Guck mal hier. Hi, das ist erste, was jetzt. Und das Biom ist hier ein Ocean. Und du kannst dir vorstellen, das, was du hier, also worauf du hier stehst, das ist alles halt vorher nicht da gewesen. Also die ganze Insel ist hier künstlich. Krass. Wieso hast du dir nicht einfach einen Wald gesucht, wenn ich jetzt einfach fragen darf? Also. Naja, weil ich halt einen eigenen Custom-Wald machen wollte, der halt einfach eigene, spezielle, größere Bäume hat. Und das ist halt mehr oder weniger hier so entstanden. Das ist halt ein wunderschöner, skandinavisch angehauchter Winterwald. Ja. Mit ein paar kleinen Details, ne? Also Übernachtungsmöglichkeiten. Kann man sich dann hier auch einfach sasse. Ist schön, ist mega, ja? Dann haben wir hier zum Beispiel eine kleine verlassene Waldhütte, ja? Mhm. Also auch mal. Warum verlassen? Naja, ist halt so. Ist so Airbnb-mäßig, ne? Ja, so ein bisschen. So kann man booken? Mit Reef halt Hochzeitfeier, du bist ja auch bestimmt eingeladen, du willst ja unbedingt das RP mitmachen. Dann würde ich auch hier im Wald gerne Flitterwochen machen. So, hier ist zum Beispiel ein Zug auf einer wunderbaren Brücke. Der sieht richtig krank aus, Alter. Wie viel Eisen hast du dafür gefahren, Homie? Tatsächlich eine Menge, das sind 260 Anvils hier. Also die Gleise sind alle aus Anvils. Und ein Anvil hat wie viele Blöcke? Das sind drei Blöcke, ne? Boah, die Brücke sieht richtig geil aus, Alter. Sieht richtig gut aus.
Fällt mir. Oh, hier im Wohnwagen, ja, ne? Ey, für einen Zehner, komm rein. Wenn du Bock hast. Also, hier wäre ein wunderschönes Sägewerk und da fehlt halt auch die Säge, oder? Die steht hier vorne. Das ist ja alles so sehr skandinavisch hier, ne? Was ist mit einem IKEA oder sowas? Ich hatte mir so tatsächlich eher so eine verlassene Tankstelle oder so mal aufgestellt. Oh, das ist auch das geil, so Walking Dead-mäßig. Ich habe auch, also der hier hat auf jeden Fall ein gutes Auslaufgehege hier, dem geht's richtig gut, Mann. Ich sehe, du schläfst hier gerade. Ja. Wäre es okay, wenn ich einfach... Warte, Slash Status. Weißt du, ich muss dir sagen, ich spiele tatsächlich schon ziemlich lang Minecraft, aber du bringst mich in so Situationen oder wirklich in Gebiete von Minecraft, in denen ich tatsächlich noch nie was verloren habe. Ich mache gerade Roleplay. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr meinen Wald insgesamt auf jeden Fall gut, ich meine, du bist nicht im Roleplay drin, ich gehe ganz kurz im Wohnwagen schlafen. Oh mein Gott, ich werde verfolgt von bösen Monstern.